Und willkommen im nächsten Ligaspiel, meine Lieben. Was läuft denn da noch im Hintergrund? Könnt ihr mir das mal sagen? Oh, das. Oh, wir haben das erste Mal Hellmarch hier im Spiel selber. Echt jetzt? Ich werde verrückt. Das haben wir selten drin. Ja, wir gucken uns mal die Tabellen an. Ich switch da mal eben rum. Wenn ich es dann hinkriege. Und die erste Liga. Hammer-Match zwischen Lanti und Chris. Abschiedsspiel von beiden. Ihr habt es eben gehört. Das war unglaublich. Beide jetzt in der nächsten Season nicht bei. Und wir gucken uns bei ihm die Liga an. Aktuell der Chris, der Kontrahent. Aber diesmal nicht seine Heimmap, sondern die Heimmap hier vom Lanti anscheinend. Chris positioniert auf Platz 10 mit 23 Spielen, 5 Siegen, 5 Unentschieden, 13 Niederlagen, 38 Zähler. Mit einem Sieg könnte er noch mal ein bisschen nach oben rutschen ins stabilere Mittelfeld. Und der Lanti hatte sogar teilweise die Chance, oben in die also in die Meisterränge zu kommen. Aufstiegsränge gibt es da ja nicht mehr. In den besten Top 3. Aber das wird ihn jetzt verwehrt bleiben. Kann jetzt noch aufholen auf Master Kane, aber ihn nicht einholen, sondern bleibt halt auf dem fünften Platz. Also viel ist da nicht mehr zu machen. Aber das ist so die Endpositionierung. So, rein ins Match. Wollen wir mal loslegen bei den beiden. Hier unten in gewohnter Farbe haben wir den Chris mit den Alliierten unterwegs. Und oben rechts, da haben wir den Lanti auch in früher gewohnten Farbe in lila unterwegs. Da hat er ja gerne eine Zeit lang mitgespielt. So, Schicki. Also, was ist das Besondere bei dieser Map? Zwar die Home Map vom Chris das erste Mal, als er sie editiert hatte. Es gab mal eine, die ist auch Cloverfields, hieß sie nur. Und dann gab es, glaube ich, Cloverfields Extreme. Da war die Mitte hier komplett bebaut. Da konnte man also, wenn man die Mitte hier rüber gefahren ist, indem man sich erstmal dessen hier entledigt hatte, da waren auch ein paar andere NPCs noch hier, massige Panzer. Konnte man hier durch die Mitte über die ganzen anderen Inseln rüberkommen. Das hat Chris entfernt und hat die damals als Heiminsel dann genommen. War auch der erste Spieler, in der einfach mal gezeigt hat, dass man bei der Map sehr stark schneller fronten kann. Also sprich, seine Zweitbase, seine Secondbase, die Frontbase aufbauen kann, indem man in einem Landungsboot hier ankommt. Der Lanti, man sieht es schon, der hat hier schon einen Hafen gebaut. Der wird hier sehr früh mit dem Landungsboot kommen. Hat auch schon. Hat er den gebaut? Hat er die so schnell gebaut? Kommen wir hin? Kommt er von der Zeit hin? Ja, ne? Ja, muss da nur noch rein. Kommen wir hin? Da ist Chris noch ein bisschen weit davon entfernt. Der hat nämlich jetzt erst das Repfeld. Jo, Lanti ist schon so schnell gewesen. Krass, will er da, der haut aber richtig hier auf die Kacke im letzten Spiel. Und das ist nämlich die typische Taktik mit einem Landungsboot, nämlich den MBF auf die linke Seite zu bringen oder halt jetzt in seinem Fall auf die untere Seite. Und damit hält er die Insel schon mal in Anführungsstrichen safe. Ja, schon mal drüben. Das sehen wir hier oben schon sehr, sehr gut. Ne? Da ist er nämlich schon mal rüber. Hat sich das. Chris muss da jetzt nochmal nachlegen. Da muss jetzt der nächste MBF rauskommen. Und die Frage stellt sich jedes Mal bei einem Match hier zwischen also zwischen zwei Spielern, kommen die sich in die Quere innerhalb der Expansion? Denn ich kann mir auch vorstellen, dass es hier gleich hochfährt. Und Lanti ist dann hier schon positioniert. Ja, könnte übel sein. Ja, jetzt eine Raff hier hin. Perfekt. Ausbeute für die Gems. Gibt einen ordentlichen Boost. Da ist die Raff. Und da kommt der Bauhof. War eine Lucky Kiste? Ja, ich glaube aber auch, ne? Deswegen habe ich so gestottert. Ich sag, war so schnell mit dem MBF raus. Das wird Chris jetzt richtig, richtig. Weil Chris ist normalerweise bei der Map auch sehr schnell im Expandieren. Aber Lanti ist einfach mal auf beiden Positionen. Das nimmt Chris jetzt hier hart drauf. Eieieiei. Also, harter Tobak für Chris, ne? Land hier jetzt massiv jetzt. Also oben links und unten rechts. Ich bin gespannt, wie die Situation jetzt hier ausgeht. Denn nach 5 Minuten. Ja, jetzt bleibt er hier stehen, ärgerlicherweise. Ja, und da ist er. Chris kann eigentlich nur noch jetzt hier gegenhalten.
Er zieht da wieder zurück. Hat er gemerkt, oh verdammt, sein Kontrahent ist da. Hier in der Mitte brauchst du auch nicht hinpacken. Ah, es gibt so ein paar Plätzchen, wo du bauen kannst. Hier zum Beispiel. Da ist jetzt auch kein Tor mehr, doch hier. Was macht er jetzt? Oh, er fährt jetzt hier rüber. Hier könnte er noch bauen. Hier könnte er bauen. Dann könnte er mit einer Kaserne arbeiten und mit Rockets hier die rausnehmen. Da hat er die Mitte safe. Ah, er setzt hier schon mal rüber. Ja, wenn oben nicht, dann halt in der Mitte, ne? Kann man auch ordentlich was machen, denn hier links, hier unten, dann könnte er das gegen Lanti zumindest aufbauen, die Verteidigung. Denn Lanti kommt gleich erst richtig an die dicke Kohlen. Der produziert aber auch echt fleißig. Guckt euch das mal an. Viel Nawal jetzt. Chris fängt aber auch schon an, jetzt hier klar zu machen. Naja, da habt ihr vollkommen recht. Das wirft den Chris wirklich sehr, sehr stark zurück. Da ist der Bauhof. Mal sehen. Eine Kaserne hilft, das hier schneller clean zu machen. Artie Rockets. Moin David, schön dich zu sehen. Aber easy. Wird das easy? Was meint ihr? Wer macht das Match? Lanti oder Chris? Also aktuell sieht es hier sehr, sehr gut aus für den Lanti. Lucky Looter. Na, anscheinend einen Bauhof bekommen. Dadurch gleich direkt einmal hier links oben und einmal hier rechts unten konnte er dadurch schnell hier alles rausholen. Ah, es ist schon. Ist schon straight. Also. Da muss Chris erstmal jetzt rankommen, ne? Das wieder aufzuholen. Jetzt fährt er hier ein. Weiß jetzt nicht warum. Wahrscheinlich vom Platz. Einfach rüber gesegelt. Ich brauche mal Lanti gar nicht erst gucken, ne? Da gucke ich gleich mal hin. Ich bin eher gespannt, was der Chris jetzt aus dieser Situation managt. Und wahrscheinlich viel Zeit. Zeitliches Problem hier für den Chris. Weiß nicht, warum er das abgebaut hat. Weil er vielleicht mit einer Raft hier bauen wollte? Ja, mit einer Raft. Okay, ja. Kann man machen. Hätte auch jetzt zusehen können, dass er hier das erstmal rausnimmt. Aber dafür Chris wieder sehr stark zu Wasser. Er gilt ja, oder galt ja mit dem Mark als Spezialist auf dem Wasser. Die letzten anderthalb Seasons, würde ich sagen, ist das stark eingefallen beim Chris. Liegt auch an der Spielpraxis. Der liebe Chris, der spielt ja viel, viel weniger als die normalen Ligaspieler, dadurch, dass er ja hier ein festes Standbein bei mir hier ist im Team. Und sehr, sehr viel, aber auch der Lanti. Beide unwahrscheinlich viel hier bei mir mit im Team agieren, damit hier Katastrophe LP hier laufen kann. So, Lanti unten. Dann produzieren. Cool ist okay. Beim Chris auch okay soweit noch. Setzt er jetzt nach durch die Raft hier. Aber man merkt, er will hier verteidigen. Hier ist er schon mal sehr, sehr gut. War da erstmal was stehen, aber Lanti baut da auch schon mal eine Werft. Kann sein, dass er da gleich noch mal mehr rauskommt. Und hier, das, was er jetzt hat, das wird er sehr wahrscheinlich hier hinbringen. Er kann sich jetzt nur eigentlich auf diese drei Inseln konzentrieren. Oder vier jetzt. Auf diese hier, auf diese, diese und auf diese. Dazu müsste er aber hier erstmal nach vorne fahren. Und ich kann mir vorstellen, dass Lanti gleich darüber fährt. Wie sieht's aus mit, da haben wir ein Tech-Zentrum. Beim Chris haben wir auch schon Tech-Zentrum. Tech-Chris noch nicht hoch. Beim Lanti Tech-Zentrum auch noch nicht hoch. Kommt gleich. Also mega entspannt die beiden noch. Wobei eher Lanti der entspanntere sein mag. Der Chris noch nicht. Er versucht sich aber jetzt durch die Mitte wieder zu fangen. Aktuell Geld sorgen auf dem Konto. Lanti rechts unten immer stärker. Auch links oben ist er gut stark. Und hier, ja, wie erwartet, fällt er hier langsam den Chris in die Arme. Kommt immer näher.
Cooldown ist um, sie dürfen angreifen. Dann landet die Wacht mobil. Und die Mitte nimmt er raus, ohne Problemo. Hat sich jetzt vorgearbeitet. Hier hat er auch viele Zerstörer. Noch kein Kreuzer dabei. Die Gebäude bringen nichts hier, meine Lieben. Die bringen absolut nichts. Die sind nur einfach zur optischen Darstellung, also sagen wir Requisite. Und hin und wieder haben wir ja so ein paar Hindernisse hier. Das hält ja kurzfristig auf. Und ihr glaubt gar nicht, diese Hindernisse, wie oft das Spieler daran hindern, in der Cooldown-Zeit da hinzufahren. Das lenkt sie schon provokativ in die, also das ist der Regie sozusagen. Ah, sie sollen mal aufs Wasser und expandieren woanders hin. Unglaublich, ne? Was das auswirkt. Wenn die weg wären, glaubt mir, würden viele hier rüberfahren mit dem Bauf. Die würden gar nicht unbedingt gleich als allererstes da mit dem Bauf nach oben fahren. Die würden vielleicht hier vorne schon zwischenholen. Und solch manipulativen Gebäude haben wir sehr, sehr viel bei uns. In den Ligen. Und jetzt kommt, auf die Liga-Karten. Und jetzt kommt der erste Sea-Fight hier zwischen den beiden, zwischen Land hier und Chris. Und wohlgemerkt schaut man wieder auf die Mittelinseln bei Chris, zu Chris hingegen. Lanti sammelt sich da schon massiv. AD, aber es bleibt so. Ist doch gut. Kann hier nicht mehr aberkannt werden. Oh, es sieht aus, als würde Lanti den C-Fight hier für sich entscheiden. Achtung, Chris setzt nach. Jetzt erst der Satellit von Chris raus. Und der wird überrascht sein, wie krass der Lanti schon verteilt ist. Und jetzt kommt der große Zug von Lanti. Will jetzt links unten durch und auch die Schiffe kommen zur Verstärkung. Achtung, da kommt nochmal riesen Nahwall nach. Das sieht so aus. Jetzt könnte Lanti sich das holen. Oben ist er noch nicht weiter mobil. Der Lanti greift aktuell nur von unten hier an. Baut rechts unten keine Panzer mehr. Hat die alle komplett hier links oben gebaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gleich nochmal von links oben kommt. Um nachzusetzen. Oh, Lanti kommt langsam durch. Und Lanti riecht das einfach. Dass da Chris wirklich in Schlagreichweite ist. Damit er ihn rausnehmen kann. Schön aufs Tech-Zentrum. Schön Fokusfeuer. Gerade raus das Tech-Zentrum. Der Satellit wurde gerade nach oben geschossen. Sichtbar gerade da. Ist jetzt wieder weg. Und Nahwall kommt. Der Druck wird höher. Auch die Panzer oben links machen sich auf den Weg. Ah, Lanti kann hier nichts mehr holen. Produziert aber dafür jetzt rechts unten wieder. Und links stockt er jetzt auf. Und damit wird er als nächstes angreifen. Was macht Chris jetzt? Macht er jetzt eine Offensive drauf? Ja, kurzfristig hat er erst gesehen, hatten wir da einen Schattengenerator. Yo. Also er weiß nicht, was da ist. Lanti muss jetzt reagieren. Er muss das hier aufhalten, sonst holt sich Chris nämlich das Match rechts nämlich. Ah, auf dem Wasser hält Lanti das jetzt. Wenn er nochmal hier oben nachzieht. Chris kommt mit den Zerstörern zurück. Da kommen sie. Und jetzt unten. Rodeo hier vom Chris. Weiß ja, Lanti hat die bessere Ausgangslage. Kann durch die Breite in die Enge dicht machen. Muss aber nachsetzen. Muss Verstärkung kommen. Jetzt schon. Was kommt da durch? Aber Chris hat zu tun. Nebenbei könnte Lanti hier nochmal schieben von links. Achtung, Chris durch. Lanti zieht sich zurück. Was macht er jetzt?
Oh, längs heute rein. Muss mal irgendwas lesen, sorry, Leute. Ja, rechts unten macht er gar nichts. Jetzt muss er sich nämlich links konzentrieren, der Chris. Und das sieht nicht gut aus für ihn. Er muss sich jetzt stark zurückziehen. Lanti kommt hier mit einer ordentlichen Stärke durch. Ob er das noch halten kann? Ja, Geld hat er kann hier genug produzieren. Oh, Lanti hat sich hier Chris entledigt und hier macht er jetzt auch ordentlich Attacke. Nimmt die Raff jetzt mal raus. Denkt mal, das nächste wird Waffenfabrik sein. Oder er geht Fokusfeuer auf die Einheiten. Er geht auf die Waffenfabrik. Das baut jetzt nochmal die Kanonenturm nach, um hier gegenzuhalten. Aber das wird nicht reichen. Lanti macht es nämlich ganz clever. Er zieht die Einheiten nämlich immer wieder weg vom Gefecht und geht dann auf die weiteren Gebäude. Und er hat noch gar nicht mal rechts alles nachgezogen. Oh, das könnte ein Win hier für Lanti werden zum letzten Match. Und das letzte Spiel von Chris hier in die Niederlage. Ja, da kommt hier unten der Lanti. Ja, zieht sich aber wieder zurück, lässt Chris ein bisschen aufatmen. Was macht Chris jetzt mit der Base in der Mitte? Da könnte er sich weiter aufbauen. Noch sind Ressourcen da, aber die sind auch schnell weg. Das sieht immer nach viel aus auf dieser Map, ne? Aber ist gar nicht so viel. Es ist, ist sehr schnell mal weggefarmt. So, Lanti. Ist er jetzt auf dem Vorwärtsmarsch? Nö. Er schickt nochmal was nach. Ja, will ein bisschen verstärken. Dafür kommt er über Wasser jetzt mit ordentlich Einheiten. Ja, vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, hier im Double Pack zu kommen. Land und Wasser zugleich von einer Seite. Und irgendwas Kroniges war da. Ja, hier haben wir Chronopanzer. Oh, mal sehen. Chris kommt jetzt hier mit den Rockets. Chris war. Ich wollte gerade sagen, er fährt auf. Nein, er fährt ihn ein. Sehr schön reagiert von Chris. Ja, jetzt versucht er noch. Mit dem Chronopanzer hier die Raff rauszunehmen. Nächster Chronopanzer. Der Raff ist raus. Gut gemacht. Und jetzt kommt er hier zu Wasser, der Lanti. Und nimmt die Werften hier raus. Hier wird Chris auch so schnell nicht nachbauen, zumal er kaum noch Kohle hat. Kreditantrag ist gestellt. Bei der Targo Bank. Deutschlands beste Bank. Für Konsumkredite. Sehr nice. Also schönes Spiel vom Lanti. Aber auch bestmöglichste Auslese von Chris. Er versucht noch alles irgendwie, der gibt noch nicht auf. Wie war das mit Werbung? Sorry. Manchmal erlaube ich mir so eine Bemerkung. Tagebank-Cutter. Ich hasse nur eine dreckige Lache. Das stelle ich selber immer wieder fest. Oh, Chris. Ja, gut. Zu Wasser gehen jetzt die Einheiten aus. Er kann keine Werften mehr bauen. Er hat Geld, ja, aber er wird, glaube ich, keine Werft bauen. Da kommt er nicht mit voran. Ah. Schnitzer. Chris setzt jetzt hier massig was gegen. Kann aber. Ah, versucht alles noch. Wenn ich dafür mal Geld bekommen würde, du, ey. Vor allen Dingen war das ein bisschen sarkastisch gemeint. Also, weiß nicht, ob man das als Werbung interpretieren könnte. Ich glaube, sowas wird nicht bezahlt. Sarkastische Werbung. Oh, Lanti jetzt hier mit dem Chronopanzer. Ja, sehr schön. Ja, das könnte er schaffen. Ja, Chris verkauft.
Antipas ruft ihn ja zu stecheln, die Ressourcen rauszunehmen. Nee, kommt unten jetzt nochmal. Jetzt war da vorne unten den Schlag. Das könnte das Grand Final sein. Zumindest ist hier unten links. Und yo. Jetzt verliert Chris wirklich Schlagkraft und landet hier weiter im Fokus auf die Gebäude. Nice Movement vom Land hier, aber ja, er hatte Lucky Loot Vorteil mit dem Bauhof. Das hat ihn den entscheidenden Vorteil hier gebracht, um überhaupt so krass durchzustarten. Das werden sie beide natürlich auch sagen. Zur letzten Einheit. Chris kommt von der Insel nicht mehr runter. Lanti umzingelt ihn hier. Da werden, denke ich mal, gleich viele Krone und Panzer folgen. Noch 38 Minuten, die müsste Chris erstmal durchhalten da in der Mitte. Aber das wird nichts. Also, beim besten Willen, das holt er sich nicht auf. Wenn die Silos prall gefüllt sind, reicht das nicht aus. Und ich kann mir vorstellen, dass da gleich noch ein paar Kreuzer nachgezügelt kommen. Ja, da haben wir schon die ersten Kreuzer. Die nimmt sich das Ding gleich hier vor von Chris. Zieht sich jetzt sehr stark in die Mitte. Da oben haben wir noch keine Kreuzer. Gucken wir mal, ob da oben einer noch gebaut wird. Nein. Da unten haben wir auch keine Kreuzer. Ja, flankiert jetzt alle Seiten der Lanti. Und Chris wandert noch umher. Hier unten. Da ist Lanti. Tech-Zentrum hat er in der Mitte nicht. Er hat nur das Radar. Die letzten Einheiten sind hier unten links durch. Und gleich, meine Lieben, haben wir nach diesem Match echt ein verdammt spannendes Spiel. Der Kurama gegen den CNC HD. Beide ja unsere Zero-Hour-Spieler. Und Matthias, vielen Dank für deine Munition. 300 Tonnen Munition. Was für eine Menge. Vielen Dank, mein Lieber. Damit kommen die Spieler auf jeden Fall in der Season gut klar mit 300 Tonnen Munition. Danke für den Support. Ja, Chris kann jetzt nur anfangen, Lanti hier wegzuhalten. Und das macht er aus meiner Sicht gut. Er versucht zumindest mit den Rockets, aber die Masse hier an Zerstörern und auch der Geldvorteil, der gleich kommt hier beim Lanti. Wenn Chris hier nichts mehr hat, und seht ihr, wie schnell leergelutscht das mal ist, wenn das die einzige Einnahme- oder Einkommensquelle hier ist. Da ist nicht viel mit Sammeln, vor allen Dingen, wenn die Sammler auch noch unter Beschuss stehen. Ja, und jetzt kommt der Fire Sale von Chris. Finde ich richtig. Also aus meiner persönlichen Sicht finde ich das richtig, weil da wäre nichts mehr zu holen. Man opfert sich auch. Und ich denke mal, wir sind uns da einig, dass das einfach mega unglücklich war. Für den Chris, dass Lanti da was Gutes gelootet bekommen hat. Schönes letztes Spiel von den beiden Spielern. Ich werde sie vermissen hier. Sagt, wie es ist. Aber nur weil sie jetzt eine Season mal nicht spielen, heißt noch lange nicht, dass sie in Zukunft wieder spielen. Wir machen Pause. Widmen sich anderen Dingen. Ich denke mal, es wäre ein bisschen spannender geworden, wenn Lanti nicht diesen Bauhof bekommen hätte.
Weil Chris ist wirklich ein sehr starker Spieler. Und ich hätte zu gerne das gesehen unter normalen Voraussetzungen. Aber insgesamt hat Lanti seinen Vorteil hier ausgespielt. Aufgrund der Positionierung hier oben links zuerst und dann rechts. Und hat damit, ja, erwartend den Sieg geholt. Anders kann ich das nicht definieren. Wir gucken uns mal eben die Ressourcen an und da sollte Lanti oben drauf sein. Ja, easy. Easy, 70.000, knapp 80 mehr. Richtig gut. Ich kann mich noch ein bisschen verteidigen, aber im Endeffekt hat diese Kiste das Spiel entschieden in anderthalb Minuten. Jo, sicher. Das Ding durch und da brauchten wir auch, oder brauchte ich halt nicht mehr großartig was machen, weil meinen Einbau habe ich mir selber zerschossen an halt den einen Turm, der in dem Landungsboot drin war, da ich zu hoch geschickt. Ja, und in den Außeninseln konnte ich nicht mehr, weil du durch den Speed zu schnell warst und dann war das Ding für mich in der CD-Zeit schon entschieden. Ja, das stimmt allerdings. Chris, hast du ein bisschen schon wieder am Naschen? Habe ich da was im Hintergrund gehört? Nee, gar nicht. Meine Packung ist leer. Was denn? Ja, das vollkommen recht. Das Spiel hatte sich mit dem Moment entschieden, als Lanti den Lucky Loot gemacht hat. Ja. Weil er gleich beide Inseln sofort saven konnte. Ja. Das war echt Hammer. Also solche Momente kommen aber auch mega selten vor. Ja, kann er auch nichts für, aber es war halt, er hat es mir auch gleich gesagt, fairerweise, und dann wusste ich, okay, was soll ich machen? Er kesselt mich jetzt von zwei Seiten ein und ich kann es halt nicht verteidigen. Richtig. Da ist das Ding entschieden, da hilft mir auch kein Türkenbonus. Nee. Zumal ihr so oder so beide Türken hattet. Also ja, der hätte mal vielleicht noch was reißen können, ne, wenn Lanti jetzt was anderes gehabt hätte. Aber sonst, ja. Das Einzige, wo hätte was sein können, wenn sein Angriff geklappt hätte auf meine Basis, aber ich habe das rechtzeitig gesehen, konnte noch meine Türme aufstehen. Das hat es mir auch gerettet, aber es war halt wirklich so, das Blöde war wirklich, ich konnte den Bonus in die ersten Minuten nicht nutzen, weil ich war völlig überfordert, habe ich gesagt, scheiße, ich habe einen Bau auf, das bringt mir alles durcheinander. Weißt du, aber in der Zeit, wo ich eine Insel hatte, hatte ich fast parallel beide. Also, das hast du sonst nicht, weil du sonst erst bei der anderen später gekommen wärst, dann hätte ich mich auch rechts hingestellt. So eine Minute später wäre genau das gewesen, was du gebraucht hättest, dass du da bist. Ja. Richtig. Schade, dass es nicht unter Echtzeitbedingungen, also unter normalen Bedingungen, dieses Spiel zustande gekommen ist. Aber das ist der Spielmechanismus, damit spielen wir. Und damit, Lanti, dein letztes Spiel, dein letzter Sieg. GG. Nicht der letzte. In dieser Saison, für die nächste Zeit, aber. Ja, aber für diese Saison, genau. Richtig. Danke euch.